Herzlich willkommen zurück zu Wayne's mit Arezzo. Ich bin Arezzo. Dies ist die Reihe, die ich immer durchspiele, wenn ich müde bin. Deswegen bin ich jetzt auch gerade müde. Also, wir spielen Geralt, unser 31. Versuch als König zu bestehen und zu überleben. Ich bin nicht da, ich bin ein Schatten. Soll das ein Scherz sein oder wie bitte? Wir fragen einfach mal, wie bitte? Vielleicht erklärt das ja. Natürlich erklärt das nicht. Der Spion erklärt nie irgendetwas. Wir sollten das Königreich im Süden angreifen. Es wird mit jedem Tag stärker. Ja, okay, machen wir. Hey, der hat's vorgeschlagen. Warum kriege ich da Militärabzug? Na, okay, man muss Leute hinsenden. Ist irgendwie klar. Die Königin des Südens bietet euch 40 Bücher an. Wir sollten eine Bibliothek aufbauen. Klar, machen wir. Wir haben eh gerade eine Menge Geld. Die Kirche fand es natürlich mal wieder gar nicht schön, dass wir hier was für die Bildung tun. Der Osten und der 40 Bücher sind natürlich heutzutage ein Witz, aber damals waren das durchaus relativ viele. Der Osten und der Süden verabreden einen Angriff auf das Königreich. Sollen wir den Westen um Hilfe bitten? Ja. Hier hat ein bisschen Geld gekostet, aber Geld bekommen wir eh die ganze Zeit durch die Straße. Majestät, wie wäre es mit einer Wildschweinjagd? Ja, machen wir. Können wir das Essen dem Volk geben? Eine enttäuschende Jagd. Wir haben nur zwei Pilze gefunden. Einen braunen und einen blauen. Ich hatte beim letzten Mal den blauen genommen. Und diese Hasenohren bekommen. Und jetzt probieren wir mal den braunen. Nichts geschieht. Gut. Ich bin ein Serienmörder. Ihr seid mein Henker. Das ist kein Mord. Also schon, aber. Na. Ich hasse meinen Beruf. Könnte ich nur. Niemand sonst will ihn machen. Eine glitschige Schlange schleicht sich in euren Ärmel. Ja, macht sie das? Das ist merkwürdig. Ich könnte Henker werden. Ja, ich glaube, ich hatte dem schon mal. Ja, ich habe dem schon mal eine Chance gegeben. Wir versuchen es mal nochmal. Vielleicht finde ich heraus, wo ich den Fehler gemacht habe. Ich suche einen einfachen Weg, exotische neue Gifte zu testen. Ich kann auch zahlen. Nee, gerade dadurch, dass er zahlen würde, machen wir es mal nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie ich verlieren soll, wenn ich zu viel Geld habe, aber. Obwohl, das haben wir schon gemacht, ne? Ja, klar. Habe ich in einer Folge ganz häufig gemacht. Zu viel Geld gehabt und dann zu viel gegessen. Wir könnten eure Hochzeit mit der Prinzessin des Nords arrangieren, dann wäre der Krieg zu Ende. Ja, okay, machen wir. Oh. Wir könnten ein Problem haben. Ein Mönch hat seine Brüder gebissen und das greift rasch um sich. General. Wahrscheinlich ein Fall von Lykanthropie. Damit befasse ich mich nicht. Ja, Lykanthropie, für wer es nicht weiß, sind eben Werwölfe. Also Lykanthropen sind Werwölfe. Lykanthropie ist Werwolfismus. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagt. Na gut, mach los. Werwölfe? Nein, ich glaube nicht. Bezeichnet es lieber als schlimmer Mangel an körperlicher Bewegung. Ich nun. Heiland ist so reich. Wir veranstalten ein Fest mit den teuersten Köstlichkeiten, die es gibt. Und wir sind tot. Eduard, der 32. Versuch. Im Land herrscht Frieden und der Handel floriert. Haltet die Schatzkammer für härtere Zeiten gefüllt? Nö. Wir bekommen gerade so viel Geld, da müssen wir nicht sparen. Normalerweise ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Schäuble, aber trotzdem sollte man eben ab und zu ein bisschen aufs Geld achten. Aber wenn ich hier dauernd verliere, weil ich zu viel Geld habe, dann. Unsere schöne Hauptstadt riecht das halbe Jahr über nach Unrat. Bauen wir eine Kanalisation. Das klingt doch nach einem Plan. Fanatiker haben das Hospital geplündert. Sie meinen, nur Gott könne sie durch ihre Berührung heilen, Majestät. Nee, können sie nicht. Also kann er nicht. Warum das Volk jetzt so dann sauer wurde. Achso, das Volk hat wahrscheinlich im Sinne der Kirche hier wieder handeln wollen. Ach Gott. Ich vergesse manchmal, dass das Volk ja gerne sein Opium nimmt. Die Wikinger greifen uns an. Wir müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Na dann verteidigt. Was war denn das für ein Wort? Verteidigt es, wollte ich sagen. Die Bevölkerung im Norden ist abergläubisch und gottlos. Baut ihr mehr Kirchen? Ausnahmsweise, aber nur weil es Geld kostet. Der Eiferer errichtet 5 Kirchen. Yay! Oh, ich habe hier irgendwas verloren. Aber was? Majestät, wir sollten Geld für eine Gemeindescheune ausgeben. Gemeindescheune. Ach Gott. Und so Hungersnöten vorbeugen. Ja, das machen wir doch direkt.
Erstens kostet es wieder ein bisschen Geld, das ist gut. Zweitens haben wir eh gerade einen Platz frei, weil wir irgendwas verloren haben, auf das ich nicht groß geachtet habe. Die Baronie des Ostens greifen an. Wir können nur siegen, wenn wir Soldaten verpflichten. Ja, machen wir. Wir möchten uns für die Bildung des Volkes... wir möchten für die Bildung des Volkes sorgen und eine Schule in der Hauptstadt errichten. Was? Der Kirchling will eine Schule errichten? Na gut. Also, wenn du meinst. Aber passt auf, ich achte auf euch. So, braucht ihr ein Darlehen? Ja, das ist gar nicht so schlecht. Das Darlehen muss man natürlich irgendwann zurückzahlen. Aber jetzt erstmal akut haben wir dann Geld. Ein fremder Händler verkauft neuartige landwirtschaftliche Geräte. Wir sollten seine Waren kopieren. Ja, machen wir mal. Das kostet jetzt etwas, aber wahrscheinlich werden wir dadurch irgendwann wieder ein bisschen Geld bekommen. Die Ernte war fantastisch, Majestät. Gebt dem Herrn zu essen, gebt dem Volk zu essen. Das Volk braucht mehr Essen. Majestät, es wird Zeit, eure Schulden zu begleichen. Okay, das Darlehen habe ich jetzt nicht wirklich für eine lange Laufzeit offenbar bekommen. Obwohl, das ist ja jede Karte ist ja ein Jahr. Das heißt, das waren so 3-4 Jahre. Autun. Vielleicht können wir dank der diplomatischen Bemühungen unserer Botschaften dauerhaft für Frieden sorgen. Na, dann versuchen wir das doch mal. Ich kann rote Ameisen ins Bett der östlichen Baronien locken. Eure Entscheidung. Nee, machen wir mal nicht. Wir sind gerade bemüht, Frieden zu kriegen. Wuff, wuff. Rex möchte, dass ihr ihm folgt. Also gut. Waff, waff. Rex läuft um die Burg herum und bringt euch in den Thronsaal zurück. Sitz. So. Wir brauchen Geld, um das jährliche Frühlingsfest zu veranstalten. Dieses Jahr wird es wundervoll. Na gut, meinetwegen. Oh, 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 oh. Das Volk ist aber beunruhigend fröhlich. Ich kann euch ein paar Dinge über weiße Magie beibringen. Na dann, bring mal bei. Wie man Liebe findet. Ja, wir brauchen hier noch immer die Romanze, also... Oh Gott, die Seidenstraße ist weg. Ich muss auf das Geld achten jetzt. Ja. Tinderello, Tindirola. Jetzt müsst ihr eine Wahl treffen. Ja, was für eine Wahl? Randall 22. Na klasse, jetzt wird das Ganze tatsächlich zu Tinder hier, ne? Nein. Schwester Godiva, nein. Pippin, ja. Der Liebhaber beginnt eine Romanze. Der Boyfriend bandet mit einer Taube an. Es gibt einen Erfolg dafür, dass man diesen Unsinn macht. Dies wirkt sich jede Sekunde aus. Liebhaber, zu eurer Mätresse könnt ihr nicht Nein sagen. Die Kirche missbilligt es, aber euer Volk ist fasziniert. Das passt. Ihr und Pippin mögt euch einander offenbar. Ja, bestimmt. Unter der Burg haben wir den Eingang zu einer Gruft entdeckt. Ich werde sie betreten. Wir gehen mal wieder in den Pungeon. So, da haben wir eine Tür. Hier haben wir ein Skelett. Es ist sehr unhöflich, jemanden zu besuchen, ohne Erdbeeren mitzubringen. Ich hätte Äpfel. Abgesehen von Victor bin ich hier ganz allein. Wütender Eber, wir greifen an. Bam! Und erledigt. Neue Technik, unaufhaltsamer Stier. Das Skelett zerfällt, ihr entschließt euch nicht zu bleiben, um zu sehen, ob es neu entsteht. Neutrale Tür oder Erdtür. Was ist denn hinter der Erdtür? Die Wände sind mit unauffälligen alchemistischen Runen geschmückt. Goldtür, da haben wir den Schlüssel nämlich. So. Was? Das ist eine Fackel. Na gut, nehmen wir eine Fackel. Hat sie die Fackel berührt, wird sie zu Rauch. Na toll, denkt ihr. Da merkt ihr, dass jetzt alle Lichter im Verlies brennen. Oh, okay. Ihr fühlt, dass ihr größtes Glück habt. Die Wand einreißen oder Goldtür benutzen. Na, reißen wir die Wand ein, ne? Bam. Die Wand zerbröckelt und ein morastiger Geruch breitet sich aus. Oh, oh. Ein böses Lachen lässt euer Blut in den Adern gefrieren. Wir gehen nicht in dieser Seentür. Wir brechen weiter durch. Sackgasse, verdammt. Arsentür, Salztür. Euch ist übel und euer Mund ist trocken. Da müssen wir in die Salztür. Noch ein Skelett. Das Skelett schreit oder lacht finster. Es hat ein sehr langes Schwert. Angreifen. Habt ihr mir Erdbeeren mitgebracht? Blutige, das wäre der Angriff. Nee. Seht selbst. Ich bin nicht glücklich. Soll ich umarmen? Nee, wir probieren hier den unaufhaltsamen Stier. Bam. Oh. Ich bin eine langweilige Leiche, gefangen in einem blöden Labyrinth. Was ist mit mir? Zähl ich gar nicht? Ein Skell, eine Ratte, ein Wurm, sie tanzen mit König, Magier und Sohn. Und unaufhaltsamer Stier. Bam. Ha.
Neue Technik, listiges Wiese. Ich dachte eigentlich, ich hätte das schon. Das Skelett zerfällt. Wir entschließen uns mal wieder nicht, uns das anzugucken. Durch die neutrale Tür. Eine Feuertür, da gehen wir lieber nicht hin. Eine Wassertür oder eine Säuretür. Das Klima ist in diesem Raum beißend und feucht. Wir gehen mal durch die Wassertür. Salztür. Durchbrechen. Umkehren. Neutrale Tür. Salztür. Erdtür. Feuertür oder neutrale Tür. Goldtür und eine neue Kiste mit einem Schlüssel. Sehr gut, jetzt brauche ich bloß noch den Weg raus. Wassertür. Skelett. Habt ihr mir Erdbeeren mitgebracht? Seht selbst. Komm her, los. Ich bin eine langweilige Leiche gefangen in einem blöden Labyrinth. Listiges Wiese. Bam. Drei Skelette erledigt. Tückische Hornisse gelernt. Uppala, was habe ich jetzt gedrückt? Egal. Neutrale Tür. Wassertür, ich habe mich hier heillos verlaufen. Neutrale Tür. Wand einreißen. Lufttür oder Arsentür? Dann nehmen wir natürlich Luft. Mit dem Schlüssel öffnen, wir kommen raus. Haha. Puh. Das war ziemlich knapp. Das Geld ist nämlich schon sehr niedrig gewesen. Ich möchte einige der astronomischen Wunder mit euch teilen, die mein Volk entdeckt hat. Ja. Das Militär wird gestärkt, wahrscheinlich durch die Wissenschaft, die eben mal ermöglicht, bessere Navigation zu machen, vielleicht noch ein bisschen umherzureisen, aber na. Auf jeden Fall, die Kirche fand es natürlich wieder doof, dass wir Wissen gesammelt haben. Das ist sehr interessant. Es stimmt perfekt überein mit den Thesen von Meister Argos von Mereb. Wir sollten... Blasphemie! Die einzige Wahrheit ist, dass die Sonne sich um uns dreht. Gottes Schöpfung, Blasphemie. Nö. Das Volk rebelliert gegen die letzten Reste der Kirche. Ihr müsst fliehen. Ich gehöre nicht zur Kirche, verdammt nochmal. Eduard, der Boyfriend, ist erledigt. Zeit für Georg. Mal sehen, was haben wir? Hört von der Verschwörung. Oh, da wird der Spion wahrscheinlich mit uns beitreten. Im Gefängnis gab es einen großen Ausbruch. Wir müssen einen Suchtrupp organisieren. Ja, dann mach. Ich sehe 1000 Boote, voll mit großen, kräftigen Männern. General? Guru, danke. Wem gehört dieser Vogel? Wir haben eine Liebschaft eben noch gehabt mit diesem Vogel. Also wirklich. Danke. Die Bergleute weigern sich tiefer zu graben. Sie wollen mehr Geld. Na gut. Oh Gott, oh Gott. Die Wikinger greifen uns an. Wir müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Dann verteidige ich das Land. Oh, das wird sehr knapp. Meister Ben Maimon betreibt gottlose Experimente. Schon seine Anwesenheit bei Hofe ist Blasphemie. Nö, stimmt nicht. Die Goldschmiede der Hauptstadt haben zur Bündelung des Handels ein Kartell gegründet. Seid ihr einverstanden? Wenn nicht, dann sind wir gleich pleite. Deswegen müssen wir wohl einverstanden sein. Gehen wir zusammen aufs Frühlingsfest. Für eure Besucher könnte ich meine hübschen Freundinnen einladen. Ja, okay. Oh oh. Geld und Kirche sind schwierig. Mein wohlwollender Freund möchte euch kennenlernen. Er bringt Geschenke mit. Na dann bring her. Los. Lord Parker. Hallo Peter. Wie geht es euch heute, euer Nerdität? Wirklich? Wieso sagst du sowas? Ich bin kein Nerd. Ich bin gekränkt. Na, wie geht es euch heute, euer Nerdität? Ich hoffe, mein kleiner Beitrag erfreut euch. Ich weiß gar nicht, ob dieses Nerdität eventuell ein anderes Wort ist, das ich einfach nur nicht kenne. Ist auch egal, Prinz Protz. Nein, definitiv nicht. Der beleidigt mich einfach nur gerne. Mit der königlichen Wette habe ich 100-mal so viel gemacht. Königliche Wette? Das wusstet ihr nicht? Das halbe Land wettet darauf, wie lange ihr überlebt. Die andere Hälfte verhungert. Was? Zufällig bin ich der schlaue Kopf hinter dem Spiel. Mein kleines Geschenk soll die Sache nur spannend machen. Ich bin sprachlos. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe hier immer zwei Möglichkeiten. Das heißt, ich bin nie sprachlos. Ihr seid ein Gauner. Na, na, na. Dankt mir nicht. Das ist doch selbstverständlich. Hier habt ihr noch mehr. Danke. Ja. Der Feind will einen Friedensvertrag. Das ist die beste Methode, den Krieg zu beenden. Dann machen wir das. Oh, oh. Ich muss das Volk mal ein bisschen verärgern. Ich möchte ein mobiles Bild von euch anfertigen, Herr. Was soll bitte ein mobiles Bild sein? Ich werde es auf den Körper malen. Das ist moderne Kunst. Nee, danke, geht schon.
Eine eurer Entscheidungen wird Tausenden von Unschuldigen in den Tod bringen. Ja, welche denn? Ihr seid so klug, Majestät. Ihr seid uns allen ein Beispiel. Kommt zur Sache, Schleimer. Ich habe eine Bitte. Würdet ihr mir die große gebirgige Gegend an der Ostgrenze als Lehen geben? Warum? Na gut, ausnahmsweise. Bringt ein bisschen Geld und sorgt dafür, dass da die Bevölkerung nicht mehr so, ja, fröhlich ist. Dank Sir Gottfried ist die gebirgige Gegend jetzt korrupt und gefährlich. Das ging ja schnell. Ruf ihn zurück. Sir Gottfried steht an der Spitze einer großen Banditenhorde. Soll ich die Armee entsenden? Nö, geht schon. Nach dieser Entscheidung brach in den Baronien des Ostens wieder Chaos aus. Klasse, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich direkt für Krieg gesorgt habe. Oder zumindest für Chaos. In der Schule wird einer ganzen Generation religiöser Unfug eingetrichtert. Gebietet dem Einhalt. Gut, machen wir. Gut, darauf hätte ich auch kommen können, als der Kirchling mich gefragt hat, ob er eine Kirche einrichten, ob er eine Schule einrichten kann. Ihr regiert wie ein Verlierer. Wie bitte? Wir müssen wie ein Gewinner regieren. Das heißt, diesmal gehe ich drauf ein, was er mir sagt. Das beste Spektakel, das ihr dem Volk bietet, ist dieses blöde Frühlingsfest. Es ist jetzt nicht so übel. Klar, wir tanzen wie Enten, während irgendein Depp die Leute quält. Finsterstes Mittelalter. Echt peinlich. Wir sind im Jahre 1112 und der beschwert sich, dass wir im finstersten Mittelalter sind? Die Leute wollen Drama, Action, Liebesgeschichten für Erwachsene. Ihr müsst sie unterhalten. Ja. Deswegen habe ich mich zum Chief Entertainment Officer genannt. Schon gut, ihr müsst mir nicht danken. Jetzt weiß ich wieder, warum ich dem das nicht erlaubt habe, weil er sich zum CEO erstellt hat, ernannt hat. Ja, einverstanden. Der Trump regiert wie ein Gewinner. Gut. Ich bin jetzt Georg der Trump. Wenigstens bin ich nicht Georg der Bush, ne? Oder Donald der Trump. Beide schlimm. Hört von der, ordert einen Schlachtgesang. Das ist der Mime, den ich drum bitten muss. Naja, ein Schiff steht unter der Quarantäne. Es könnte die Pest an Bord haben. Soll der ganze Hafen unter Quarantäne? Ja, mach mal sicherheitshalber. Beim Graben nach Gold fanden wir eine seltsame Gruft. Geisterhafte Stimmen und üble Gerüche machen uns Angst. Versiegelt sie sofort. Wir gehen heute nicht nochmal in den Panschen rein. Eure Kirche ist schwach und das Volk lästert Gott. Das stimmt. Gebt uns genug Macht, um in eurem Land Gottes Recht durchzusetzen. Der Papst ist bereit, dafür zu zahlen. Okay, einfach weil die Kirche... Oh Gott, jetzt ist die Kirche fast voll wieder. Hilfe, Hilfe, die Gemeindescheune brennt. Entsendet die Garnison, das machen wir sofort. Wir sollten mit dem Orient handeln. Wir können der Krone 10% aller Gewinne anbieten. Ja, machen wir. Dann bekommen wir wieder die Seidenstraße. Sehr schön. Wenn ihr ein Tier wärt, dann welches? Ein Löwe? Nein. Ein Skorpion? Nein. Eine Gazelle? Nein. Möchtet ihr die junge Prinzessin eines benachbarten Königreichs heiraten? Ja. Oh, 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 das wird hier knapp. Danke für eure Gastfreundschaft, Majestät. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich ein Weilchen bleibe. Es ist mir eine Freude. Die Königin mag euch wohl. Sagen wir mal, die Königin mag euch. So. Wir müssen ganz schnell Geld ausgeben. Eure Bauernfarben mehren sich wie die Kanicke und Armut sucht das Königreich heim. Was? Bitte befasst euch damit. Nein. Auf den Straßen herrscht eine Anarchie. Na toll. Oh, ich kann uns sicher aus der Burg bringen, aber natürlich müsst ihr dafür erst eine Runde Roter Zwerg gewinnen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich gewinne jede Runde Roter Zwerg. Ihr seid verrückt. Ein gekröntes Haupt steht auf dem Spiel. Seid ihr zufrieden mit diesem Wurf? Würfelt neu. So, ja. Ich kann nicht verlieren. Und tada, gerade, ihr habt gewonnen, Majestät, ihr und sollt leben. Euer Land ist so reich, ja, toll. Toll, ich bin durch zwei Dinge gleichzeitig verreckt. Ganz toll, tolles Spiel. Findet das gefrorene Blut, oh, das klingt interessant. Das Spiel ärgert mich. Ich glaube, das muss so sein. Ich glaube, ich sollte mich gar nicht ärgern, wenn ich sterbe, aber trotzdem. Ich frage mich immer noch, was Ziel des Spiels ist. Gibt's da irgendwas? Übrigens, wir sind ja jetzt beim Jahr 1132 im Jahr... Moment.
12.000, nee, 13.000 zwei und irgendwas müsste wahrscheinlich der Teufel wiederkommen. Das heißt, in ein paar Folgen sehen wir den wieder. In ein, zwei Folgen würde ich schätzen. Ich bin schon gespannt, was er uns diesmal sagen wird. Okay. Wir sind jetzt wenigstens nicht mehr der Trump. Das ist schon mal gut. In der nächsten Folge werden wir dann spielen als... Was war das? Als Geralt. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.